Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Hardcore Körbel. So, nachdem das ja in der letzten Folge mit dem Orbitmobil nicht so richtig gut funktioniert hat, habe ich ein bisschen überlegt, wie, was, wo, wann hatten wir denn eigentlich die letzte richtig stabile Version von unser Falcon, und das war meiner Meinung nach die Corian. Und da würde ich jetzt einfach mal ein paar kleinere Modifikationen dran vornehmen, weil wir haben ja gelernt, das hier funktioniert nicht so gut. Und wir haben gelernt, dass wir das da brauchen. Hier müssen wir gleich noch Action Groups ran machen. Und ich würde jetzt einfach mal aus der Corian den, was weiß ich, Bastel-Orbiter machen. Und auf der Grundlage von dem einfach ein bisschen umbauen. Denn wir können ja das, was wir eigentlich vorhatten, mit dem Teil auch ganz cool erledigen. Also sprich vorne eine Grabbing Unit dran, damit wir Teile einsammeln können. Und dann könnten wir einfach sagen, dass wir von dem Teil hier, der 2900 Delta V hat, einfach ein bisschen runter eskalieren auf ein kleineres Teil. Dann haben wir immer noch 1800 Delta V. Und jetzt kommt der große Trick. Das da bauen wir einfach ab. Bauen wir das einfach komplett ab? Naja, nicht ganz komplett. Machen wir Folgendes. Wir nehmen das da weg. Dafür bauen wir uns so ein Teil hier ran. So, haben wir 1900 Delta V, weil es ein bisschen leichter ist. Dann basteln wir uns da auf jeden Fall Strom ran, weil den brauchen wir natürlich so oder so. Weil ohne Strom ist nicht gut. Da reichen uns aber zwei Solarzellen seitlich. So. Und gucken nochmal, dass wir hier irgendwie eine Relay-Antenne ranbekommen, weil das war ja noch so ein bisschen das Ding, was uns gefehlt hat, um die Falcon dann sauber runterzubringen. Das heißt, wir bauen hier einfach mal. Achso, da ist jetzt die Antenne dran. Die tauschen wir jetzt gleich mal aus gegen eine andere. Zack. So, weil die kann dann als Relay dienen. Da. Zack, und wir knicken die so ein bisschen nach oben, dann ist sie nicht so im Weg. So. Genau, dann kann die nämlich relayen für unsere Falcon, wenn wir die nachher landen wollen. Und das hier habe ich deswegen rangebaut, dass wir ein bisschen Bauteile mitnehmen können. Jetzt müssen wir mal schauen. Am allerliebsten würde ich natürlich, aber ich befürchte, das passt nicht, ein Modul mitnehmen, um. Nee, das passt tatsächlich nicht. Es passt um Längen nicht. Okay, schade. Das wäre natürlich schön gewesen, so ein Modul zum Ranbauen, aber okay. Was brauchen wir denn sonst noch so? Mal gucken, reicht das hier? Auch nicht. Schade. Sowas kriegt man auch nicht rein. Oder doch, sowas kriegt man rein. Ah, aber nur eins. Bringt uns das weiter von der Größe her? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Irgendwas größentechnisch Sinnvolles, was da reingeht? Also was wir auf jeden Fall bräuchten, wäre ein bisschen Werkzeug. Zack. Und wir können auf jeden Fall mal diese Expanded Ether Packs mitnehmen. Die kann man immer mal brauchen. So, was kann man da oben noch sinnvoll ranbauen? Wir brauchen ja im Prinzip Dinge, in denen Körbels drin wohnen können. Wir haben seitlich. Was haben wir denn seitlich? Seitlich hatten wir diese Nupsi-Dinger. Na gut, aber wir könnten auf die Batterien tatsächlich ein so ein Ding draufsetzen hier, ne? Das sind dann schon mal zwei Körbels, die hier drin wohnen können. So, dann haben wir den Frachtraum nicht verschwendet zumindest. So, was kann man noch mitnehmen? Dockingports und so hatten wir, glaube ich, schon oben. Nehmen einfach mal noch welche mit, dann kann man die ja verbauen. Haben ist in dem Fall, glaube ich, einfach besser als brauchen. Drei Stück, okay. Volumen ist voll. So, und jetzt hätten wir 1800 Delta V, das klingt relativ vernünftig. Und können da jetzt unsere Rakete drunter schrauben, die ein bisschen mehr Kontrolle hat. Und jetzt würde ich noch ein paar Sachen ändern an der Rakete. Und zwar, also das hier hat mir gefallen und das würde ich, glaube ich, auch gern so lassen mit den Swivels. Aber ich würde in der Mitte, ich würde es jetzt genau andersrum machen,
würde ich nämlich einen ich kann es nicht lesen. Hilfe. Meh. Reliant reinbauen, genau. Nö. Doch, rein hätte ich den gern. Los. Zack. Dass wir so ein bisschen mehr Schub rausbekommen aus der ganzen Geschichte. Warum treffe ich den jetzt die Mitte nicht? Da ist er. So, dann haben wir nämlich den Reliant, der uns einfach ein bisschen mehr Schub in der Mitte noch gibt. So. Gut, das sieht auch schon mal alles nicht schlecht aus. Jetzt schieben wir die mal noch ein bisschen rein, würde ich sagen. Zack. Kann ich diese Dinger noch verschieben? Ne, ich will die da haben. Kann man die noch treffen irgendwie? Schade. Den auch noch ein bisschen rein. Ja, vielleicht kriegen wir das so weit hin, dass wir hier Landefüße benutzen können. Also, weil wir sind echt kurz davor, dass wir das hinbekommen. Vier Stück. Ganz nach unten. Guck mal, aber so könnte das tatsächlich knapp hinhauen, dass das Ding tatsächlich steht. Wenn. Wenn wir die nicht zu weit reintüdeln. So, dann müssen die nur noch den Wiedereintritt überleben. Das werden wir dann sehen. So, hier sind die Dinger dran. Das ist okay. Das ist okay. Haben wir hier alles? Wir haben Strom, wir haben unseren Storage. Wir haben eigentlich alles, was wir mitnehmen wollten. Okay. Das sieht eigentlich gut aus. Das sieht eigentlich gut aus. Was ich überlege ist, ob wir dem Ding nicht noch Billigbooster verpassen. Und zwar folgendermaßen. Wir nehmen die Teile hier ein bisschen nach oben. Und die Teile setzen wir direkt unter die Startclamps. So. Dann haben wir nämlich hier Platz für die Coupler und können uns ein bisschen billigen Schub am Anfang holen. Das ist jetzt zwar nicht so ganz Falcon-like, aber wir haben einfach am Anfang mit den Reliance, mit den Swivels das Problem, dass die auf niedriger Höhe noch nicht so viel Schub entwickeln. Und das können wir ja eventuell damit lösen, dass wir sagen, wir haben erstmal ein bisschen Booster, die wir mitfahren und holen uns damit am Anfang eine Thrust-Weight-Ratio von 1,5, mit der wir loslegen können. Das ist ein gutes Start-Thrust-Ratio. Dann brennen die eine Weile mit und dann können wir sie abtrennen und mit den Triebwerken den Rest machen. Das sollte uns am Anfang doch deutlich schneller nach oben bringen, weil. Achso, wir müssen ein bisschen höher gehen. Weil. Jetzt muss ich mal gucken, kann man das hier irgendwie umstellen? Atmospheric. Ja. Genau, also wir müssen 1,5 in der Atmosphäre haben, weil. Wir müssen ein bisschen aufpassen, wenn wir jetzt nämlich hier sagen, so, also nicht atmospheric, dann wäre ja 1,54. Das Problem ist, dass die Reliance halt nicht so viel Leistung in der Atmosphäre haben. Und wenn wir atmospheric sagen, haben wir plötzlich nur noch 1,39. Wenn wir jetzt aber atmospheric einstellen und dann auf 1,5 gehen, dann haben wir direkt am Anfang genug Bums, um auch zu beschleunigen. Zack. So. Das gibt uns dann ein bisschen mehr Schwung aus dem ersten Part Atmosphäre raus. Hoffe ich zumindest. Also das ist meine Theorie dahinter. Ja, und die brennen auch nicht so lange mit. Und die kosten halt vor allen Dingen auch nichts. Die kosten jetzt irgendwie zusammen 1600. Das kann man jetzt mal machen. Ne? So. Tap, 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 tap. Jetzt kommen noch die Action Groups. Das hatten wir hier nämlich noch nicht.
Und zwar machen wir über die Brems-Action Group wieder alle Fallschirmereien, nämlich Arm Parachute und übernehmen wieder das, was wir bei der anderen Rakete auch gemacht haben, nämlich dass wir die Dinger vor dem Start einstellen, damit wir später nur noch die Bremsegruppe aktivieren müssen einmal, um das Teil sauber zu haben. So, und dann machen wir noch natürlich unsere beliebte Licht-Action Group. Ach, warte mal, Licht ist auch doof, obwohl eigentlich ist es auch gar nicht undoof. So, Toggle Panels. Jawohl. So. Gut. Irgendwas Wildes vergessen. Das kann da oben drauf bleiben. Da müssen wir nicht abtrennen. Wiegt das viel? Das Ding? 0,075 Tonnen, das können wir auch beim Wiedereintritt drauf behalten. Das sollte kein Problem sein. Okay, ich würde sagen, das ist doch mal eine Annahme, mit der man was anfangen kann. Und ich würde sagen, das probieren wir jetzt mal. Und was ich gerne machen möchte, jetzt als Mission, ist mit einem Piloten und einem Scientist losfliegen. Und zwar nehmen wir uns den. Haben wir echt nur noch den Ben als Piloten gerade verfügbar? Tatsächlich. Ja, den Ben als Piloten. Und den. Na, wir brauchen einen erfahrenen Scientist. Der soll nämlich Forschung betreiben. Der Tobi macht das mal. Mein Plan wäre dann folgendes: Wir fliegen mit der Kapsel zum Space Truck als erstes hoch, setzen da Tobi Kerman im Labor ab und holen uns einen Piloten und einen Engineer raus. Dann fliegen wir rüber zur Bastelstation, also hier zur zukünftigen Minmus-Station und gucken mal, ob wir uns zwischendurch noch irgendein Teil schnappen können von irgendwas, was da oben rum oxidiert im Orbit. Und setzen dann den Engineer auf jeden Fall zusammen, vielleicht sogar mit einem Bauteil, wenn es Delta-V technisch reicht, erstmal nur den Engineer dort ab. Und können dann vielleicht mal gucken, also entweder holen wir noch ein Bauteil oder wir holen noch einen Körbel, also wir haben auch noch zwei Körbels, die im Orbit umher schwirren. Auf jeden Fall besetzen wir noch mit irgendwas den letzten Platz dann, falls es Delta-V technisch hinhaut. Dann hätten wir so ein bisschen eine Kombi-Mission, weil das Ganze ist ja insgesamt auch gar nicht so ganz billig mit 70.000 Credits, die wir ausgeben. Von daher sollten wir da auch was Sinnvolles draus machen. So, das heißt, passt, passt. Ist hoffentlich die richtige Abtrennung. Passt. Können wir auch gleich zünden dann eigentlich. So, ja. Okay, wir speichern das mal so. Habe ich hier unten alles richtig? Eigentlich schon. Lasst uns das Beste hoffen, würde ich sagen. Lasst uns das Beste hoffen. So, dann heißt es jetzt einmal gucken, dass wir den Space Truck sauber abgefangen bekommen. Und der Space Truck ist jetzt gerade. Wo ist er denn? Tardis Hulk. Meine Güte, hier ist Gambitscraft. Space Truck, da ist er. Ach, die sind ja gar nicht mehr so weit von uns weg. Ah, das wird ein Nachtstart, glaube ich. Das wird auf jeden Fall ein Nachtstart. So, dann gucken wir mal, dass wir den so halbwegs erwischen. Wieder auf den beliebten 400 Kilometern, obwohl das wahrscheinlich ein Aberglaube von mir ist, dass das die einzigste sinnvolle Entfernung ist. Da gibt es bestimmt noch andere für. So, der ist jetzt auf knapp 90 Kilometer. Das heißt, wir sollten echt aufpassen, dass wir die 90 Kilometer hier überstehen. Ich habe schon wieder keinen Engineer mitgenommen, ne? Keinen Körbel-Engineer. Na gut. Guti, 3, 2, 1 und los. Was ist hier los? Ah, voll schon vergessen. Naja, passiert. So. Und los geht's. Also, die Booster werden nicht allzu lange halten, aber da nehmen wir jetzt einfach mal mit. Dass wir ein bisschen mehr Kontrolle damit den Spoolers. Also ich hoffe mal, dass das funktioniert für unsere Zwecke. Ich kann auf jeden Fall ein bisschen lenken. Das ist doch schon ganz schön. Jetzt muss ich nur gucken, dass aus dem bisschen Lenken nicht irgendwie ein Überschlag wird. Dann ist eigentlich alles schon mal relativ gut. Also Geschwindigkeit kriegen wir. Damit und Vollschub. So, das reicht geschwindigkeitstechnisch erstmal.
bin sehr, sehr, sehr gespannt, ob das mit der Falcon diesmal ein bisschen besser klappt. Also mit der Falcon, ich bin auf jeden Fall zuversichtlich, dass das System an sich gutes ist. Weil es funktioniert relativ verlässlich. Also wir haben die Falcons jetzt mittlerweile sehr, sehr, sehr weit bekommen, dass wir mit der auch wieder runterkommen, um uns umzubringen. Und wenn wir das jetzt noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, verfeinert bekommen, sodass wir vielleicht ein Patch Land treffen, anstatt irgendwo brutalst wieder abzustürzen im Wasser, dann haben wir eigentlich viel gewonnen. Ich habe jetzt natürlich vergessen, die Fallschirme zu machen. Muss mich gleich mal kümmern. Aber erstmal fliegen. Wir haben ja dann ein bisschen Zeit zum Coasten. In der Zeit kann ich das wahrscheinlich machen. Und guck mal, wie schön stabil das Ding mit den Swivels ist, ne? Es geht. Ist echt okay. Ist echt okay. Jetzt muss ich mal gucken, leider über den Modus hier, wie weit wir schon sind. Oh, wir haben schon einiges geschafft. Ich gehe jetzt mal ein bisschen flacher, dass wir noch ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen. Also 90 Kilometer Apoapsis peilen wir ungefähr an. Da sieht man es auch schon, wie es aussieht dann. Wir kommen ein bisschen arg schnell hoch, aber das ist okay. So. Und das ist 4,7 Kilometer. Da haben wir sogar noch ein bisschen Sprit in der Falcon drin, ne? Ja. Okay. Lass uns das noch ein bisschen angleichen. Sein. Nicht zu hoch gehen. Lieber ein bisschen schneller werden noch. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen nach oben mit dem ganzen Teil. Glaube ich. Okay. Okay. Das ist es noch nicht ganz, aber wir sind jetzt sprittechnisch fast durch. Ich gebe jetzt noch mal einen letzten Schwung Schub. Bis hier Feierabend ist. So. Wir machen die Fallschirme scharf und trennen uns von der ganzen Geschichte. So, Fallschirme. Altitude, wir müssen ein bisschen tiefer als die 7000 gehen. Ich nehme mal 6000 und 4000. Zack. Und dann einmal für die großen Fallschirme. Zack. Und die machen wir auf 3,5. Und auf 1000. Copy to other shoots. Close. So. Schwung ist aus. Und das erste, was wir jetzt machen, ist hier auf jeden Fall uns schon mal Richtung Target ausrichten. So. Jetzt drehen wir das Ding hier einmal in Richtung Retrograde. Beziehungsweise. Wartet mal, wir müssen hier auf jeden Fall die Antenne ausklappen. Antenne. Damit wir ein Relay haben, sauber. So, und jetzt gucken wir mal. Wir sind hier und da kommt die Dings. Das sieht gar nicht schlecht aus. Das heißt, wir sollten langsam mal Gas geben. Nehme ich an. Und kommen die Pedals raus. Da kommen die Pedals raus. So. Da hinten kommt der Space Truck. Und wir sind eigentlich in einer guten Position, um ihn relativ direkt abfangen zu können. Ein bisschen warten noch. Ich lasse ihn mal noch ein bisschen näher kommen. Nicht zu lange warten, dass wir nicht irgendwie ihn nachher noch verpassen, aber 18 Kilometer sieht gut aus. Ich gehe jetzt mal auf 200 Meter pro Sekunde Unterschied runter. Den Rest relativ einfach machen nachher gleich. So, und das kauft uns ein bisschen Zeit, oder? Jo, das kauft uns richtig viel Zeit. 30 Sekunden, na gut, also richtig, richtig viel Zeit kauft es uns nicht. Da ist die Bustle Orbiter Probe, die beginnt jetzt wieder zu fallen. 14 Kilometer, das sieht gut aus. Komm noch ein bisschen ran. Ein bisschen noch. 13, 12. Und los geht's. So, jetzt gleichen wir uns erstmal so weit an, dass wir das hier unter Kontrolle haben. Guck mal, wir sind unter 10 Kilometer, das ist guter Aufstieg. Und jetzt haben wir unseren Orbit.
wenn ich gleich die Geschwindigkeit halbwegs angeglichen habe, dann checken wir einmal, dass wir auch sauber in einem Orbit sind, mit dem wir was erreichen können. Komm, draufbleiben. So, ist gut genug. Wir haben einen Orbit mit 106 und 98, das ist okay. Das heißt, das Ding ist jetzt natürlich noch ein Stück weit von uns weg. Das steuern wir jetzt einmal ein. Das Ding ist immer noch nicht in der Atmosphäre. Das heißt, wir haben noch Zeit, uns gleich um die Bustle Orbiter Probe zu kümmern. Also quasi die Falcon wieder zu landen. Was wir uns jetzt noch besorgen, ist ein schickes Rendezvous mit dem Teil hier. In etwas weiter entfernter Zukunft. 4 Kilometer klingt gut. In 4 Minuten. 4 Minuten klingt auch gut. Jetzt müssen wir es nur aufpassen, dass wir das dann nicht verpassen allzu sehr. Wie lange braucht denn das andere Teil? Wo ist es denn? Was lobet der Probe? Da ist es. Da ist es. 76 Kilometer. Switch to. Wir merken uns mal 4 Minuten grob. Dann müssen wir wieder bei unserem anderen Gefährt sein. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das Ding gelandet bekommen. Also wir haben auf jeden Fall Steuerung, das ist schön. So, und ich nutze jetzt mein RCS-Fuel. Zack. So, und komme, was da wolle. Wir können eigentlich jetzt die Fallschirme scharf machen. Das habe ich jetzt gerade gemacht. So. Und ein bisschen Glück haben wir dann auch noch die Möglichkeit, die Landebeine auszufahren. Ich will es nur noch nicht jetzt machen, weil wir das Problem haben werden, dass das ein bisschen heiß wird. So, 4 Minuten. Das heißt, bei so um und bei 7 Minuten müssen wir uns langsam Kopf machen. Jetzt gucken wir mal, was der für eine prognostizierte Landeentfernung hat. 1:04, das sieht gut aus. Das sieht aber leider nach Wasser aus. Das heißt, die Landebeine werden uns nicht so viel helfen. So, Sprit ist eh alle. Dann bremsen wir jetzt mal, was das Zeug noch hergibt. Also was das RCS-Zeug noch hergibt. Einfach auch, um ein bisschen Gewicht zu reduzieren und natürlich Geschwindigkeit. Und hoffen mal, dass das heute funktioniert. Ich bin sehr gespannt. Wir haben theoretisch diesmal eigentlich alles richtig gemacht. Die Fallschirme sind scharf. Wir haben genug Fallschirme, hoffentlich. Die Fallschirme sind eigentlich nach unseren Erfahrungen richtig eingestellt. Oh, das wird heiß. Das wird heiß. Irgendwas wird sehr heiß. Alles wird sehr heiß. Oh, oh. Ah, jetzt wird es wieder besser. Jetzt wird es wieder sehr heiß. Oh, oh. Oh, oh. Gleich explodiert irgendwas. Ja, irgendwas explodiert. Irgendwas ist explodiert. Das war die Antenne, glaube ich. Ja, ich habe keine Verbindung mehr. Die Antenne hat es zerrissen. Okay, das heißt, wir hoffen jetzt einfach mal und beten ein bisschen, dass das rechtzeitig noch klappt. Bei 6000 Meter gehen die Fallschirme auf. Sie sind noch rot. Noch rot. Jetzt sind sie okay. Sie sind okay. Okay, das könnte funktionieren. Das könnte funktionieren. Es könnte funktionieren. Dragshoots sind raus tatsächlich und diesmal nicht abgerissen. Sehr cool. Und Dragshoots müssten gleich auf Volldeploy gehen, auf 4000 Metern. Zack. Haben sie getan. Jawohl, wir liegen noch gut in der Zeit. Hauptschirme sind draußen. Das sieht richtig gut aus. Mal gucken. Mal gucken, ob die Geschwindigkeit hinhaut. Bei 1000 Meter gehen die auch in Full Deploy. Wir werden immer noch langsamer. Oh, Spannung, Spiel und Spaß. Das könnte echt klappen. Müssen wir nur noch eine Barge aufstellen, wenn das dann funktioniert. Dann müssen wir noch lernen, die Barge zu treffen. Aber das ist so Kleinigkeiten. Das sind so Kleinigkeiten, die können wir uns dann drum kümmern. Okay, komm, komm. Komm. Oh, das wird knapp, dass wir noch rechtzeitig zu dem anderen Teil kommen, wenn wir jetzt sehr langsam werden. Full Deploy der Schirme. Okay. Wir bremsen immer noch, wir bremsen immer noch. Wir sind bei 9, Metern. Ah, das könnte knapp werden. Okay, das mit der Antenne ist schade. Vielleicht müssen wir mal gucken, ob wir die hier reinbauen können. Ich befürchte aber, wenn wir die da drin haben, wir können ja eine Sekundärantenne reinbauen bei der nächsten Variante. Ansonsten sah das aber gut aus. Und jetzt schauen wir mal, wie das mit der Geschwindigkeit aussieht beim Eintritt, beim Aufschlag. Weil wir jetzt ein bisschen langsam sind, ne? Wie weit habt ihr es noch hier für euer Treffen? Ihr werdet bald freuen. Ja gut, dann müssen wir halt ein bisschen nachsteuern da oben. Aber wir können jetzt nicht wegschalten, sonst zerstört es das Ding hier. Mal gucken, wie viel überlebt
von unserer Falcon-Fallschirm-Variante. Das sieht gut aus. Also es ist bisher der beste Versuch, muss ich sagen. Knapp 9 Meter pro Sekunde ist auch kein Weltuntergang. Mal gucken, ob es sie zerreißt oder ob sie es überlebt. Ich weiß gar nicht, was haben die Dinger hier? Impact Tolerance? Wahrscheinlich nicht 9. Mal gucken. Mal gucken, was passiert. So. Das Monopropellant müssen wir nächstes Mal noch ein bisschen eleganter loswerden oder ich muss einfach weniger mitnehmen. Vielleicht brauchen wir gar nicht. Vielleicht reicht ein Pot einfach auch aus. So, und da kommt das Wasser. Leider nicht so viel zu sehen, aber Wasser und wir. Alles kaputt gemacht. Hallo? Schade. Na gut, okay. Trotzdem alles zertrümmert worden, wie es aussieht. Wie viel gab es noch? Wie viel gab es noch zurück? Los. Laden. Laden. Schneller laden. Catastrophic Failure. Na gut. Schade eigentlich. Okay, also Wasserlandungen müssen noch langsamer sein, scheinbar. Okay, aber wir kommen der Sache stetig näher. So, und wir haben unsere Rakete oben im Orbit. Das ist ja mal die Hauptsache. Oder unsere Kapsel. Und den sehr verlässlich. Also das ist eine gute Falcon-Variante, finde ich immer noch. Wir müssen halt noch ein bisschen was tüfteln. So, wie sieht's hier aus? Unser Ziel ist dort drüben irgendwo. Und entfernt sich leicht von uns. Wir wollen jetzt natürlich, dass wir auf die gleiche Geschwindigkeit kommen. So, und dann wollen wir da hinkommen. So, Fuel haben wir auch noch ganz gut. Um und bei die Hälfte noch. So. Also das sieht insgesamt in Ordnung aus. 4 Kilometer bis zum Space Truck ist auch okay. Ja, ein bisschen Gas. Sollen wir heute noch hinkommen. Und ich würde sagen, wir fliegen jetzt noch bis zum Rendezvous ran. Wo ist denn das? 0,7 Kilometer da hinten. Da wird es dann auch langsam hell. Und dann können wir, glaube ich, für diese Folge erstmal mit dem Fazit schließen. Diese Variante der Orion, sage ich schon, diese Variante der Falcon funktioniert eigentlich ganz gut. Mit der kann man arbeiten und auf die kann man aufbauen. Und die lässt sich auch ganz gut steuern. Also die hat echt schöne Kontrolle. Also außenrum halt Swivels und innen drin Reliant. Und dann einfach die kleinen Booster, um ihr ein bisschen Schub zu geben am Anfang. Das hat echt gut funktioniert. Hätte wahrscheinlich noch ein bisschen besser funktioniert, wenn ich gleich auf Vollschub gegangen wäre am Anfang. Aber man kann ja nicht immer alles auf einmal haben. Und wir haben jetzt auf jeden Fall mal eine gute Möglichkeit, den Tobi am Space Truck abzuliefern für bessere Forschungsergebnisse noch. Und können dann unseren Engineer einsacken und uns aufmachen in Richtung unserer Minmus-Station, an der wir rumbasteln. Und wenn wir dann noch genug Sprit haben, vielleicht docke ich auch einfach am Space Truck an und saug mir jetzt noch ein bisschen Sprit ab, weil ich glaube, der hat noch was, wenn mich nicht alles täuscht. Aber das machen wir in der nächsten Folge, denn hier ist jetzt erstmal wieder Schluss für heute. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und nehme gerne auch weitere Kommentare zur Falcon entgegen. Es ist ja mittlerweile eher so ein Community-Approach geworden, finde ich auch echt cool. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.